Freunde, wir sind wieder soweit mit Sophia. Ich meine Pumping Sophia Tea. Wir sind dabei, einen Thunfischpizza zu backen. Das kocht man ja nicht, backt man, gell? Backen. Sophia zählt mal die Zutaten auf. Die ist super einfach. Und dann geht welche los. Und zwar haben wir hier 4 Dosen Thunfisch. Wichtig ist, dass wir hier das ganze Wasser so fest wie möglich rauspressen. Es soll wirklich richtig trocken sein. Als kleiner Tipp, wir haben den Deckel ganz abgemacht und haben es dann richtig fest auf den Thunfisch draufgepresst mit der Dose, damit das ganze Wasser verloren geht. Weil wenn er zu feucht ist, dann hat man die ganze Soße noch im Ofen drin. Genau, dazu noch ein Ding. Freunde, ihr wisst schon, dass Thunfisch in eigener Saft ist. Nicht mit Öl. Nein. Okay. Das stimmt, genau. Okay. Eigene Saft. Dann haben wir hier 4 Eier, also für jedes Thunfischglas ein ganzes Ei. Mit Eier, ja. Dann haben wir hier Olivenöl, davon brauchen wir dann einen Esslöffel. Dann haben wir 500 Gramm passierte Tomaten für die Soße. Die würzen wir mit Kräuter der Provence, haben wir jetzt genommen, eben Oregano, Thymian, Gemisch. Rosmarin. Genau, alles genau. Drin. Und dann nochmal hier Knoblauch. Dann haben wir eben unsere Beilagen, haben wir jetzt eben gemüselastig gemacht. Manche hauen ja noch gerne noch extra Putenschinken drauf, aber irgendwie Tier auf Tier zu hauen ist jetzt irgendwie ein bisschen pervers. Deswegen haben wir jetzt hier bei Gemüse geblieben, haben einmal Champignons, Paprika, Zucchini, dann 2 Mozzarella. Mozzarella. Fettarm. Fettarm, genau. Circa 9 Gramm pro 100. Genau, und noch eine Zwiebel. Rote Zwiebel. Rote Zwiebel, genau. Ich würde sagen, wir packen An. Also die schon mal den Belag können wir schon ein bisschen schneiden, eben Scheiben okay. Zum drauflegen. Und ich bereite jetzt mal den Teig vor, und okay. Zwar in diese trockene Masse. Ich schneide dabei die Zwiebel. Ich gebe hier die 4 Eier rein. Und jetzt könnt ihr das mit einem Löffel, mit der Gabel zu einem Teig verkneten. Mit den Händen geht es dann besser. Normalerweise kommt ja Thunfisch auf den Pizza drauf. Diesmal ist als Boden geplant und gedacht, oder? Ja, genau. Ohne Kohlenhydrate. Genau, weil wir eben keinen Teig wollen. Das Pizza heißt ja Low Carb. Es wird ein bisschen Fett drin sein durch Mozzarella. Und circa 18 Gramm. Mhm. Und dann sind 4 Eigelb noch drin. Wenn man auch 5 Gramm da rechnet, sind nochmal 20 Gramm. Also 38 Gramm, aber wir werden die Angaben unten dran schreiben, die ganze Wertigkeit. Ja. Deswegen sagen wir zu den Nährwerten noch nichts. Also ich zerdrück das hier einfach mit der Gabel, damit es gleichmäßiger Teig wird. Geh dir vor, dass die auch sehen, jo. Wie du das machst. Wir tauschen mal. Sieht schon sehr teigmäßig aus. Genau, und wichtig vorab ist auch noch, dass wir den Ofen vorheizen. Und zwar kenne ich mich mit Erdstandsofen nicht aus. Erdstand, hilf mir mal. Das da, wie viel brauchen wir? Circa 200 Grad Ober-Unterhitze. 200. Hast du Ober-Unterhitze? Oder? Das ist dann beides, ja. Achso, okay. Okay. Ja. Die können wir rausnehmen. Genau. Okay. Und dann die. Ist das die mittlere Schiene? Ja, das ist die mittlere. Okay. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist egal, den schieben wir einfach dann rein. Okay, super. Genau. Und da wir eben noch nicht extra, es gibt ja auch dieses Olivenöl-Spray, was ihr auf der Pfanne tun könnt. Oder wir haben jetzt hier Backpapier, davon lässt sich dann der Teig besser lösen. Einfach hier drauf. Ist schon soweit. Kannst du mal noch schneiden. Ich wollte noch dazu sagen, und zwar haben wir eben, wie gesagt, 4 Dosen Thunfisch, 4 Eier. Das ist jetzt die doppelte Menge. Wir wollten heute 2 Pizzen machen. Haben auch noch mal ein paar hungrige Bodybuilder hier. Genau, Bodybuilder, die hier gerne mitessen würden. Deswegen haben wir gleich 2 Portionen gemacht. Das heißt, wenn ihr eine Pizza macht, werden es dann logischerweise 2 Dosen Thunfisch, 2 Eier. Und die Soße wird dann auch vielleicht ein bisschen zu viel sein. Also, dass ihr das einfach halbiert. Meine Hände sind gewaschen, ich werde jetzt mal darüber gehen. Genau, das klebt jetzt auch richtig.
Dann würde ich sagen, würde ich schon mal eine Pizza vorbereiten. Okay, ich halte mal Papier, damit du. Wir nehmen jetzt einfach hier die Hälfte davon. Geben erstmal so einen Haufen drauf, was die Hälfte ist. Ach, und ich kann mal halten. Wo ist die Hälfte, oder? Ein bisschen? Mhm. Genau. Und die also mit den Händen drauf gedrückt. Okay, es hätte noch ein Ticken trockener sein können. Also bitte mit voller Kraft diesen Thunfisch trocken drücken. Und jetzt forme ich den mit den Händen einfach zu einem Kreis dahin. Mal schauen, dass es sehr dünn ist, der Teig. Schon hatte währenddessen die Zwiebel in Ringe geschnitten, die wir dann drauflegen können. Besten alles in dünne Scheiben schneiden, weil die Pizza braucht nämlich nicht lange im Ofen. Und wenn die Scheiben zu dick sind, das gibt von der Zucchini oder von dem Gemüse, was er drauf tut, dann wird es nicht durch. Also die dauert nicht so lange wie eine echte Pizza im Ofen. Knoblauch auch einfach Scheiben, gell? Also den, den wollte ich nicht drauflegen. Pressen. Der kommt dann gepresst in die Soße rein mit dem Olivenöl und den Kräutern. Schäle ich mal. Knoblauch tagsüber. Ich habe Glück, ich habe schon trainiert heute. Ansonsten vielleicht ohne Knoblauch, wenn ihr trainieren müsst, vor allem wenn ihr mit einem Personal Trainer trainieren wollt und so weiter. Ich erlebe ja auch manchmal, dass die Kunden wirklich hier erscheinen, nachdem die 2-3 Knoblauchzehen sich reingedrückt haben. Dann ist für mich wirklich nicht angenehm. Nehme ich Abstand. Kann dann nicht gut helfen. Auch da sollte man ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Trainer. Oder? Definitiv, ich glaube. Wenn sie das schon anstrengend beim Ausatmen. Genau, und du stehst hinter ihm und musst helfen. Ja, ist dann. Sagst lecker. Ja, geil. Also, ich habe jetzt hier auch den Rand jetzt nochmal angedrückt, eben gleichmäßig, damit er dann nicht, wenn er noch dünner wird, dann trocken wird. Deswegen einfach schön hinkommen. Sieht doch aus wie ein Teig, oder, Erdschan? Was sagst du? Super. Sieht richtig. Genau, und jetzt muss ich zwischendurch meine Hände waschen. Bin ich gespannt, ob wir ein Pretzel hier haben. Ich glaube nicht. Ich schneide einfach ganz, ganz klein. Ja. Also mache ich am liebsten meine Tomatensauce einfach die Tomaten, also den Knoblauch reinpressen, dann ein Esslöffel Olivenöl dazu und dann je nachdem Kräuter, die ihr gerne mögt. Und das ist eigentlich das einzige Rezept. Jeder macht ja mal seine Tomatensauce anders. Aber ich würde sie mir meistens gerne selber. Man kann sie auch manchmal schon fertig im Glas kaufen. Aber das wollen wir ja nicht, gell? Aber ich sage natürlich schon mal einen Esslöffel Olivenöl rein. Ich liebe es zu schauen, wie die Köche so schneiden. Das würde ich gerne auch kennen. Ich wollte dir zeigen, wie es geht. Ja, kannst du es? Hast du so ein richtig großes Messer? Größer wie der? Nee, das passt. Aha. Also hinfassen kann festhalten, dann nimmt man das hier mit Daumen und Zeigefinger, nimmt man das hier vorne. Und jetzt aber auch für diese Bewegung her. Bloß ist halt schade, weil hier das hier vorher auf dir ankommt. Ich glaube, wenn ich jetzt hier schneide, dann geht es besser. Siehst du? Gelernt ist gelernt. Dass ich im Erdschirm was beibringen kann. Du warst erst im Leben Köchin, glaube ich, oder? Ach, schon mal. Was dann? Nee, das habe ich halt so. Ich habe das im Fernsehen gesehen und habe gedacht, das geht ja viel schneller, als wenn ich da jetzt so langsam so das einzeln schneide. Und so. Also mit diesem großen Messer geht es doch. Besser, ne? Besser, ja. Servus. Was musst du machen? Lass mich weitermachen. Ich
Ich arbeite gerne mit Knoblauch. Türke und Knoblauch, die gehören zusammen. Das hier in Scheiben, die man drauflegen kann. Schon eine kleine Schnippelarbeit. So, jetzt tue ich den Knoblauch einfach hier zu der Soße. Na,